Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Bastelgarage. Heute mit meinem Kumpel Markus. Und der Markus, der hat hier eine Piaggio, eine Ape. Und sein Hobby ist halt, dieses Ding komplett neu aufzubauen. Das Fahrzeug ist ein 1977er Baujahr. Und wir zeigen euch jetzt mal, was wir da gemacht haben. Das ist jetzt die Ape. Und zwar geht es hier um dieses Bodenblech. Da ist das Bodenblech ja schon rausgeschnitten. Hier haben wir das erste Bodenblech reingemacht. Oder was heißt wir? Der Markus hat das reingemacht. Und wie wir dieses Bodenblech zusammen hergestellt haben, das zeigen wir euch in dem Film. So, mal gucken. Gehen wir mal auf die Kiste zu. Markus hat mir jetzt eine Vorlage gegeben, um dieses Holz herzustellen. Ich habe jetzt hier eine solche Schablone bekommen. Das ist jetzt ein einfaches Stück Pappedeckel. Und da sind die einzelnen Vertiefungen oder das, was später mal vertieft werden soll, ist da eingezeichnet und ausgeschnitten. Dann ist das jeweils hier einmal das ist die linke Seite. Und das hier ist die rechte Seite. Und hier habe ich mir eine Siebdruckplatte, 1,20 m x 55 cm Breite besorgt, in 18 mm Dicke. Da kommt jetzt einfach die Form hier oben drauf, das Pappteil. Ja. Fangen wir mal mit der linken Seite an. Und zwar legen wir das hier drauf und ich zeichne mir jetzt die einzelnen Löcher mit einem Edding. Ich habe hier einen weißen Edding, zeichne ich mir mal nach. Vorher überprüfe ich, dass das ein bisschen gerade liegt auf dem Brett. Das hier sind 11,5 cm. So müsste es eigentlich gerade liegen. Und damit das Ganze nicht verrutscht, nehme ich hier so Klebestreifen, die ich dann hier am Rand nur kurz festmache, damit das während des Anzeichnens nicht verrutschen kann. So. Und wie gesagt, Edding, dann zeichne ich mir einfach hier mal die Felder an. So, nehmen wir das mal weg. Hier steht ja links drauf, steht jetzt auf dem Kopf, aber das heißt links. Und das schreibe ich jetzt hier oben mal drauf. So, dann drehen wir das Brett rum, die andere Seite. Und jetzt kommt das, was hier rechts ist, kommt hier hin. Ich schaue mal unten drunter nicht, dass sich diese Vertiefungen auf der anderen Seite überschneiden. Ja, doch, ein bisschen. Dann muss ich das unten ansetzen. Unten ansetzen und hinten an der Seite ansetzen. So müsste das Ganze jetzt passen. Ich habe es jetzt hin und her geschoben. Es überschneiden sich zwei Sachen, hier unten und hier oben. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Das gibt nur ein kleines Loch in der Mitte. Das dürfte nicht so viel ausmachen. So, einmal das Muster weg. Und hier halt noch rechts drauf schreiben. Ja, und dann können wir eigentlich schon mit einem Art Schlittenbau weitermachen. Ich habe jetzt hier ein paar Resthölzer, da habe ich noch mehr von, die brauche ich auch nachher. Das hier werden die beiden Seitenteile. Und zwar möchte ich mir, wie gesagt, eine Art Schlitten bauen. Das heißt hier rechts und links, das muss man wegen der Höhe sehen. Das ist 18 mm. So, ja, das ist ein bisschen schmäler. Rechts und links kommen diese beiden Hölzer dran. Dann kommt hier auf der Seite ein Querholz. Das richte ich mir dann hier an dieser Schräge aus. Ich will ja nachher mit der Oberfräse Vertiefungen hier reinfräsen und das soll auf der einen Seite meine
Führung geben. Das habe ich mir jetzt ausgerichtet. Ich mache jetzt erstmal hier eine Schraube rein zum Festmachen. So, dann richte ich das Ganze hier nochmal an der Schräge aus, dass ich eine gleichmäßige Schräge bekomme. Und werde hier auf der anderen Seite auch direkt ein Loch bohren und eine Schraube reinmachen. So, jetzt habe ich noch ein bisschen die Möglichkeit, das ein bisschen auszurichten, aber die Schräge ist so okay. Ja, das passt. Also werde ich jetzt hier noch jeweils rechts und links zwei Schrauben reinmachen, damit das nicht mehr verrutschen kann. War natürlich jetzt ganz intelligent, weil hier an der Seite brauche ich dieses lange überstehende Teil ja gar nicht. Das machen wir nochmal los. Schieben das ganze Holz bis zum Anschlag oben hoch, weil wir brauchen die längere Seite da hinten später noch. So, und das gibt jetzt den Schlitten, den man hin und her fahren kann. Jetzt soll die Seite ja hier als Führung dienen. Ich muss aber noch hier eine zweite Führung hinmachen, hierhin. Und zwar habe ich schon mal ein Probeexemplar gemacht und da ist hier, ist mir die Fräse weggerutscht. Damit das nicht passiert, mache ich mir genau hier auch eine Leiste hin. Das erstmal hier anpassen. So. Die Oberfräse hier rüberziehen und hier auch eine Schraube reindrehen, dass das genau dazwischen geführt wird. So, jetzt kann die Oberfräse hier zwischen hin und her geführt werden, ohne dass sie in irgendeiner Art und Weise verrutscht. Das Überstehende schneiden wir jetzt ab. Das hier hält jetzt, allerdings habe ich hier noch viel Luft, also das heißt, das bewegt sich noch. Ich muss das mal gerade. Ja. So, und jetzt will ich hier einfach noch eine Querverbindung hinmachen, dass das Ganze in sich stabil ist. So, und auch mit zwei Schrauben, dadurch wird die ganze Sache etwas fester. Ja, das ist der Schlitten. Das funktioniert, das läuft richtig schön leicht. Hier habe ich auch nochmal die Oberfräse. Die kommt hier zwischen, die läuft auch schön hin und her. Und ich kann das dann dementsprechend, so wie ich die Schräge haben muss, verschieben. So, das, was jetzt hier übersteht, schneiden wir noch gerade schnell ab. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Das ist jetzt der Führungsschlitten. Die Nuten hier, die sind 20 mm. Da habe ich jetzt ein 20 mm Oberfräsenfräsen. Ich finde immer diese ganzen Bezeichnungen sehr, sehr lustig. Das spannen wir jetzt mal hier ein. So. Und jetzt kommt ein weiteres Problem. Und zwar bei meinem Probebrett ist Folgendes passiert. Ich habe geschoben und bin 1-2 mm zu weit gekommen. Und damit das nicht passiert, hier ist ja das Ende, dass ich zumindest bei den großen Teilen hier einen Anschlag habe, setze ich mir jetzt hier ein Teil drauf. Ich gucke jetzt mal, wo die Oberfräse hinkommt. So, das müsste das sein. Und dann schaue ich mal, bis wohin die gehen soll. Und hier werde ich mir jetzt einen Anschlag dran schrauben. Und zwar hat die Oberfräse hier eine abgeschrägte Kante und die schlägt dann genau hier an. Und damit habe ich einen Top-Anschlag. Genau dasselbe soll jetzt hier am Ende passieren, wo ich eintauche mit der Oberfräse. Da mache ich mir auch zumindest mal bei den langen Schlitzen einen Anschlag. Das Teil hier habe ich jetzt nicht wie vorne schräg gemacht, sondern gerade um zusätzliche Stabilität zu erhalten, damit das Ganze sich nicht bewegen kann. So, damit kann ich jetzt hier prima hin und her fahren. Bei meinem Probebrett habe ich das so gehabt, dass sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen der Schlitten hier etwas nach vorne oder hinten bewegt hat. Deshalb mache ich jetzt zusätzlich hier hinten eine Schraube rein,
die ich dann immer wieder festdrehen werde, wenn ich jeweils an diesen einzelnen Teilen bin. Wir machen jetzt unsere erste Fräsung. Ich habe hier die Absauganlage angeschlossen, den Fräser auf 1 cm Tiefe eingestellt. Die längeren Einschnitte sind 32 cm. Hier vorne muss ein kürzeres, was nur 23 cm ist. Und damit fangen wir mal an. Wir schrauben die Halterung hier los, verschieben das Ganze. Ich setze die Fräse wieder ein, damit ich weiß, wo ich hin muss. So, schraub das fest. Und jetzt können wir wieder von vorne bis hinten in einem Stück durchfräsen. Räumen wir mal auf. Und so sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Für hier diese Seite, das sind gerade, da lasse ich mir gleich noch was einfallen. Als nächstes müssten wir eigentlich die Rückseite machen. Und da muss ich jetzt mal schauen, wahrscheinlich muss der Rahmen jetzt genau andersrum hier drauf. Der passt jetzt überhaupt nicht. Das bedeutet, das Teil hier bauen wir auseinander. So, und wollen wir mal sehen, das müsste ja dann eigentlich... Nee, das gibt keinen. Das muss komplett auseinandergebaut werden und nochmal neu gemacht werden. So, das ist die Schräge. Dann schrauben wir es hier wieder fest. So, und immer wenn man sowas macht, natürlich vorher einen Stecker ziehen, nicht dass man aus Versehen irgendwo dran kommt und das Ding geht auf einmal los. Und auch hier bohre ich mal unten drunter vor, damit das Holz nicht platzt. Und genau, da ist es schon geplatzt, so wie es eigentlich nicht sein sollte. Aber das ist ja nicht weiter schlimm, ich brauche das ja nur kurzfristig. Damit ist die Führung wieder hergestellt. Jetzt muss ich nur noch die Anschläge neu machen. Ja, passt ganz genau. Und wieder ausrichten, wobei dieses Stück hier kürzer ist als das nächste. So, und hier festschrauben. Alles wie gehabt. So, und jetzt den Stecker wieder rein. Absauganlage. Und los geht's. Jetzt fehlen noch hier die senkrechten Teile. Da habe ich jetzt diesen Schlitten etwas umgebaut zum Viereck. So, das passiert. Und die habe ich mir aus Restholz, sieht ein bisschen merkwürdig aus. Aber hier habe ich mir dann so einen zweiten Schlitten gemacht. Der kommt hier rein. Der lässt sich halt zusätzlich seitlich verschieben. Da kommt die Oberfräse rein. Ich richte das mal gerade aus. Und dieser Schlitten wird dann hier an den Enden auch festgeschraubt. Der ganze Schlitten ist auch so richtig. Also auch einmal hier festschrauben. Und dann kann da nichts mehr passieren. Hier habe ich einen Anschlag und hier muss ich halt sehen, da muss ich hier anfangen. Machen wir das Ganze mal auseinander und machen das auf der anderen Seite. Ich habe jetzt also zwei, kann man das hier sehen, hier sind Löcher drin, also hier ist das durchgegangen. Das ist aber, denke ich mal, nicht weiter schlimm. Ich werde jetzt hier auf der anderen Seite auch noch diese beiden geraden Teile reinfräsen.
Und so soll das Ganze dann mal aussehen. Wie gesagt, das ist die linke Seite. Das Ganze rumdrehen, ist das die rechte Seite. Wie gesagt, hier hat es ein paar Überschneidungen gegeben. Hier, da kommt halt, da gehen die Löcher ineinander über. Genauso wie hier. Aber ich denke mal, das ist nicht weiter schlimm. Das wird sich beim Einschlagen des Metalls nicht bemerkbar machen.
Wir bedanken uns fürs Zuschauen, wünschen euch noch eine schöne Woche und sagen bis dann. Tschüss. Tschüss. Ach ihr, euch muss ich es doch nicht erzählen. Ihr wisst doch schon alles, nicht? Also abschalten, genau.